Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Alexander Renz. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Guten Morgen, Herr Fakt. Ich rufe hier an aus Seattle. Mein Name ist Alexander Renz. Ich bin Managing Partner von New Mobility Consulting. Wir sind eine Strategieberatung, die sich auf die neue Mobilität fokussiert. Dann sind wir ja genau schon, sind wir an der Westküste der USA, dem Epizentrum der globalen Innovation und Disruption und in der Zukunftsmobilität. Fangen wir doch mal an. Wie sieht es jetzt eigentlich konkret in den USA an? Wo stehen so die Felder des autonomen Fahrens oder auch meinetwegen noch Elektromobilität, wo wir da in Deutschland ja so ein bisschen vielleicht eher die Nase vorne haben? Ja, ich, also erstmal von meinem autonomes Fahren-Thema. Also es ist, glaube ich, für viele, die weniger die Gelegenheit haben, jetzt in die USA und gerade in Silicon Valley zu kommen, glaube ich, wäre ziemlich interessant, mal zu sehen, wie viele Fahrzeuge dort in Testflotten unterwegs sind. Ja? Also man kann in Palo Alto oder in der ganzen Bay Area eigentlich kaum einen Tag verbringen, an dem man nicht mehrere Fahrzeuge von verschiedenen Anbietern sieht, die dort eben autonom auf Testfahrten unterwegs sind. Ja? Also wirklich ein tägliches Bild im Straßenverkehr. Ja? Und hier wird also, was das Thema angeht, sehr viel investiert. Natürlich durch die großen Tech-Firmen hier, aber natürlich auch durch die Automobilhersteller und Zulieferer. Und genauso auch, was die Elektromobilität angeht. Ich bin jetzt schon seit 13 Jahren hier in den USA und gehe natürlich sehr regelmäßig, wenn jetzt gerade Covid ist, in Silicon Valley, weil das ja nur für mich zwei Flug sind. Da ist eigentlich schon vor vielen Jahren sichtbar geworden, was Tesla für einen Einfluss hier hat. Ja? Es gibt hier in Tesla die Sand Hill Road, wo praktisch eine Venture Capital Firma nach der anderen sich aufreiht. Ja? Und da war typischerweise das Fahrzeug ein Porsche 911er oder ein Ferrari oder ein Mercedes oder BMW. Und so vor Jahren haben sich da die Tesla S-Modelle dann aufgereiht. Ja? Aber wenn man heute das Straßenbild anschaut in USA, gerade natürlich an der Westküste, dann sieht man halt, dass eben Tesla 3-Modelle und Tesla Y-Modelle jetzt wirklich ein sehr, sehr gängiges Straßenbild sind. Ja? Und Tesla verkauft da mehr Fahrzeuge jetzt als zum Beispiel BMW 3er-Modelle, C-Klasse oder Audi A4. Ja? Das heißt, diese Transformation ist wirklich hier voll im Gange. Und das wird praktisch die gesamte Industrie jetzt wirklich auf den Kopf stellen. Ja? Und wir erwarten ein bisschen, dass es beim autonomen Fahren ähnlich sein wird. Also nicht, vielleicht nicht Tesla, aber dass es Silicon Valley diese Ideen hat. Wir haben ja auch schon im Oktober letzten Jahres, also 2020, von Mario Herger hier gehört, dass im Prinzip jetzt in Phoenix, Arizona schon die Modellversuche fast beendet sind. Es ist wirklich offen für die Öffentlichkeit, jeder kann sich per App eine Roboter Shuttle buchen und eine normale Fahrt machen. Das ist also praktisch ein Ersatz zum ÖPNV möglich in den USA. Ja, und das Ganze soll jetzt auch nochmal nach San Francisco transformiert werden. Also im Prinzip sind die schon im Markthochlauf, kann man das sagen, mit autonomen Fahrzeugen? Ja, also natürlich jetzt, man muss unterscheiden, glaube ich, ob jetzt ein Fahrzeug, ob das, sage ich mal, eine geschlossene Teststrecke ist oder beziehungsweise eine bekannte Route ist, wie im Fall von Waymo in Arizona. Das ist ja etwas leichter zu realisieren, als wenn man jetzt, sage ich mal, autonomes Fahrzeug auf alle Straßen loslässt. Ja? Also so müssen wir natürlich immer noch an dem Punkt, wo man damit beschäftigt ist, jetzt diese Edge Cases, also diese Sonderfälle, beherrschbar zu machen. Ja? Und das geht natürlich, je mehr Kilometer jemand abspult und so weiter, desto besser kann man über die Zeit dann diese Test Cases lernen. Ja? Dadurch aus meiner Sicht eben auch Tesla
einen großen Vorteil, weil die Fahrzeuge von Tesla sind ja alle hardware-seitig und auch software-seitig ausgestattet, um diese Testfälle und diese Edge Cases im täglichen Straßenverkehr zu erfassen. Ja? Und Tesla hatte dann die Technologie, um diese entsprechende Daten dann ins Backend zu schicken und das Machine Learning Model entsprechend zu trainieren auf wirklichen Fahrsituationen. Ja? Und natürlich der Vorteil besteht dann auch noch darin, dass ich dann schauen kann, was hat der Fahrer, der menschliche Fahrer eigentlich in der Situation gemacht, ja? Und wie hätte das System im Vergleich dazu reagiert, ja? Das sind natürlich wesentliche Vorteile, die Tesla mit sich bringt jetzt. Aber natürlich der Kampf um die Vorherrschaft im Autofahren ist natürlich immer noch relativ offen, ja? Und GM mit Cruise und andere Hersteller sind natürlich auch sehr aktiv und investieren stark in den Bereich autonomes Fahren. Ja, aber jetzt fragen wir mal einen Strategieberater. Wo steht das Ganze technisch? Also definieren wir doch erstmal, was wir jetzt so, wir nehmen dieses Interview am 25.02.2021 auf. Wo stehen die Fahrzeuge? Können die im Gesamtsystem des Verkehrs kommunizieren? Ist das Gesamtsystem überhaupt da? Sind die Ampeln schon so weit, dass autonome Fahrzeuge mit denen kommunizieren müssen? Wo steht die Technik in dem Bereich? Also es gibt ja verschiedene Philosophien, ja. Es gab einmal den Ansatz, dass man eben die Karten an sich eine wichtige Rolle haben, ja. Das macht natürlich einfacher, wenn ich sehr detaillierte Karten habe, aber ich glaube, die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Karten nicht die Antwort sein können. Ja? Genauso wenig ist es, glaube ich, smart, sich auf intelligente Infrastruktur zu fokussieren, weil es eben lang dauert, bis diese Infrastruktur intelligent ist. Das heißt nicht, dass die Infrastruktur nicht eine wichtige Rolle spielt, aber idealerweise kann das Fahrzeug eben autonom und auch autark in diesem Mobilitätsökosystem sich zurechtfinden. Ne? Und da sehe ich natürlich auch wiederum wesentliche Vorteile, wenn jemand große Anzahl Fahrzeuge im Verkehr hat und natürlich auch die Fähigkeit hat, über Over-the-Air-Updates die Flotte ständig abzudaten. Ne? Zum Beispiel mein Bruder hat einen Tesla S und ich fahre das Fahrzeug dann alle paar Wochen, Monate, und es ist eben erstaunlich, wie jedes Mal, wenn ich das Fahrzeug wieder fahre, das Fahrzeug eben ganz neue Dinge kann, ja. Und gerade auch der Autopilot natürlich dann wesentlich besser wird mit jedem Update, ja. Und man sieht jetzt, es gibt ja gerade momentan das letzte Beta von Tesla, dass eben immer weniger Intervention notwendig ist, ja. Dass das System natürlich noch lange nicht perfekt ist, ist auch klar. Aber ich glaube, mit jedem gefahrenen Kilometer in reale Fahrsituationen kann natürlich die Technologie jetzt exponentielle Fortschritte machen. So gesehen denke ich, dass die Technologie natürlich sich sehr, sehr schnell jetzt weiterentwickelt. Aber natürlich wird das ganze Thema Regulation und wann kann das Fahrzeug wirklich sicherer sein als menschlicher Fahrer, weil das muss ja die Anforderung sein, ja. Wann kann das Fahrzeug das nachvollziehbar erfüllen, ja? Also wenn man es jetzt so im Prinzip sich anguckt, verstehe ich das jetzt so, als würde das Auto wie im Fahren ein Stück Software sein, die Schnittstellen mit dem Umfeld hat. Ist das so ungefähr richtig? Ja, das Fahrzeug hat idealerweise Schnittstellen mit dem Umfeld. Einmal geht es darum, das Fahrzeug hat seine Sensoren, sei es jetzt Kamera, Radar und dann je nachdem, welche Philosophie verfolgt, Leiter oder auch nicht. Und kann die Umgebung wahrnehmen, ja. Und natürlich ist es auch sinnvoll, wenn die Infrastruktur und andere Fahrzeuge Daten sicher austauschen können, ja. Damit das Fahrzeug sich lokalisieren kann, dass Informationen über die Umgebung bekommt, ja, was ist die Straßenoberfläche, die Wettersituation. Zum Beispiel gibt es eine neue Baustelle, ja. Da gibt es jetzt zum Beispiel ein interessantes Projekt, das jetzt vom Bundesverkehrsministerium gefördert wird. Das nennt sich Alfried, ja, wo die ETO-Gruppe intelligente Infrastruktur pilotiert, ja.
damit zum Beispiel Straßenbegrenzungsposten und andere Infrastruktur mit Sensoren ausgestattet wird und dann sicher Daten erfassen kann und teilen kann. Ja? Aber dazu brauche ich natürlich auch eine Technologie, die es ermöglicht, dass diese Maschinen und Devices sich untereinander sicher unterhalten können. Ja? Und dazu braucht es eben entsprechende Technologie und da ist in dem Fall jetzt eine Distributed Ledger Technologie dann im Einsatz auch. Ja? Weil die Idee ist ja gerade, wenn es um Edge Computing geht, die haben im Endeffekt die Cloud. Ne? Heute vertrauen wir natürlich Daten in der Cloud, wobei die Cloud ja eigentlich gar nicht weiß, was in der realen Welt wirklich vor sich geht. Ja? Deswegen ist halt wichtig, dass wir jetzt in der Lage sind, die Edge eigentlich sicher zu machen. Ja? Wir haben immer mehr mit dem Internet der Dinge, immer mehr Devices, die intelligent sind, die auch mehr und mehr Rechnerleistung haben, wie das Fahrzeug selber, aber natürlich auch Infrastruktur. Und jetzt ergibt sich halt auch gerade für Deutschland, für Europa die Chance, diese Dinge zur Quelle des Vertrauens in diesem System zu machen, ja, und zu ermöglichen, dass sich diese Dinge at the edge, also untereinander peer-to-peer sicher vernetzen, ja, und dann natürlich auch in Zukunft mehr und mehr Geschäftsmodelle ermöglicht werden, indem diese Maschinen dann eben auch Daten austauschen und sich auch gegenseitig für diese Daten dann oder andere Dienstleistungen bezahlen. Das heißt, das autonome Fahrzeug oder hochgradig automatisierte Fahrzeug müsste transaktionsfähig sein mit der Welt, die es umgibt. Das können immer mehr Sensoren sein, dann Internet of Things, was auch immer. Aber wie steht es jetzt damit? Also diese technische Grundeigenschaft des autonomen Fahrzeugs, das ist irgendwie Informationen empfangen kann, verarbeiten kann und wieder zurücksenden. Wie steht es jetzt damit erstmal beim autonomen Fahren, so in der Gegenwart? Ja, also wenn wir jetzt von der Mobilität sprechen, dann sprechen wir nicht nur von Autoherstellern und Fahrzeugen, sondern wir sprechen von der Mobilität und vom Transport insgesamt. Ja? Und was eben ein interessantes Thema ist, wenn es um die Transaktionsfähigkeit von einem Fahrzeug zum Beispiel angeht, ist ja auch, dass die Mobilität mehr und mehr mit der Energieinfrastruktur und der Telekommunikationsinfrastruktur verschmilzt. Ja? Und dazu braucht es eigentlich gar kein autonomes Fahrzeug, ja, sondern das geht ja schon los jetzt mit Elektrofahrzeugen zum Beispiel, die geladen werden müssen. Ja? Und wo das Fahrzeug ja nicht nur an einer Ladestation, die natürlich auch at the edge ist und damit auch ein Cyber-Risiko darstellt, ja. Da müssen sich diese zwei Dinge sicher konnektieren und dann idealerweise kann das Fahrzeug direkt diese Ladestation bezahlen, ja. Aber das Fahrzeug kann ja auch als Energiespeicher dienen, ja. Gerade wenn man jetzt die Energiewende anguckt, kommt immer mehr unserer Energie aus erneuerbaren Quellen und wir haben dadurch die Fluktuation. Und gerade wenn jetzt jeder um 5 Uhr abends dann nach Hause kommt und sein Fahrzeug laden möchte, besteht die Gefahr, dass das Angebot an Energie durch die Wettersituation nicht gedeckt ist. Ja? Dazu wäre es eben sinnvoll, wenn zum Beispiel das Microgrid oder Smart Grid in der Lage wäre, entsprechende Anreize zu schaffen, dass ein Fahrzeug jetzt seine Energie, die es speichert in der Batterie, dem Netz zur Verfügung stellt. Ja? Und dazu muss es natürlich auch wieder wirtschaftliche Anreize geben. Ja? Und damit soll das Fahrzeug dann eben entsprechend bezahlt werden für die Energie, die es jetzt wieder ins Netz einspeist. Ja? Aber es gibt auch viele andere Szenarien. Man denkt mal, es gibt ja immer mehr, gebührenpflichtige Straßen, ja? Wo man halt durch den Tor durchfährt und Geld reinschmeißt. Ja? Warum soll das Fahrzeug nicht für jeden gefahrenen Kilometer zum Beispiel Straßenentzugsgebühren abführen? Die können auch dynamisch sein, zum Beispiel, je nachdem, wie gerade die Luftqualitätssituation aussieht oder die Verkehrslage aussieht. Genauso kennen wir alle die Situation mit Parken. Ja? Man parkt das Fahrzeug, dann sucht man in der Regel nach einem Kleingeld, ja, und schmeißt dann Geld rein für eine Stunde parken, ja, aber man ist nach einer halben Stunde schon fertig, ja. Das sind so Dinge, die ich mir wünsche, würde das Fahrzeug wieder direkt in der Lage sein,
für das Parken zu bezahlen, ja, und zwar zeitgerecht, ja, solange wie ich das Parken eben nutze, solange ist halt auch die Parkgebühr dann laufen, ja. Das heißt, das Fahrzeug macht so halt Sinn, dass es transaktionsfähig ist, aber es wird natürlich umso wichtiger, wenn das Fahrzeug dann autonom agiert, das hat auch ohne menschlichen Einfluss, weil das Fahrzeug soll dann auch für uns als Menschen, die dieses Fahrzeug besitzen, Geld verdienen, ja. Die Fahrzeuge stehen heute über 90% der Zeit irgendwo ungenutzt auf dem Parkplatz. Und die Vision ist jetzt, dass dieses Fahrzeug dann, wenn wir es nicht brauchen, wir das vermieten können praktisch. Ne? Und wenn das Fahrzeug dann irgendwo Passagiere aufliest, ja, muss es natürlich auch wieder Straßennutzungsgebühren bezahlen, weil wir wollen ja, dass die Infrastruktur ausgebaut werden kann und wir dann Verlust von Steueraufkommen durch Benzinsteuer auffangen können, ja. Aber ähnlich dann wird natürlich das Fahrzeug dann Geld verdienen, bezahlt für vielleicht Parken und für andere Dienste, ja. Und wenn jetzt da kein menschlicher Einfluss da ist, dann brauche ich natürlich irgendwo eine Übersicht, ja, was ist jetzt eigentlich passiert, wer hat wen bezahlt, und dann muss das Fahrzeug mir als dem Besitzer natürlich Rechnung stellen können, ja. Was hat es halt jetzt verdient, ja? Und für so eine Maschinenökonomie, die erfordert natürlich eine ganz andere Infrastruktur, weil das bestehende Bankensystem ist ja nicht dafür gebaut worden, um solche Milliarden an Geräten praktisch anzuschließen, ja? Das wäre extrem ineffizient und eigentlich von der Kostenseite her unmöglich, sowas über bestehendes Bankkonto zu machen, ja? Deswegen ist halt extrem wichtig, dass die Maschinen untereinander diese sichere Konnektivität haben, dass es eine Identität gibt für diese verschiedenen Maschinen und dass dann Transaktionen direkt peer-to-peer durchgeführt werden können. Ja, und jetzt im Februar 2021 sieht es schon so aus, als hätten wir irgendeine Technologie und irgendeinen Standard, damit praktisch sich eine Maschine, das wäre dann in unserem Fall das autonome Fahrzeug, es können aber auch andere Geräte sein, das sich damit identifizieren kann und dann eben in diesem Netzwerk von konnektiv, also verbundenen Geräten aktiv werden kann? Oder hat sich da ja, wirklich herausgeprägt? Ja, das sind Themen, also die gerade sagen die traditionellen Anbieter in der Automobilindustrie, die haben natürlich das noch die Herausforderung, jetzt wirklich die Architektur des Fahrzeugs softwarebasiert zu gestalten. Ja? Wir haben halt viel zu viele Steuergeräte im Fahrzeug und das konsolidiert sich jetzt und viele Anbieter sind dabei, neue Fahrzeugarchitektur, also EE-Architektur zu entwickeln, ja. Und da ist eigentlich dann das Ziel, dass diese Steuergeräte dann oder idealerweise ein zentraler Rechner oder eben verschiedene Multi-Domain-Controller diese Identität von dem Fahrzeug dann abbilden, ja. Und das Fahrzeug dann eben eine Geldbörse wird, ja. Das heißt, das Fahrzeug kann einmal über diese Identität dann sicher, ohne dass es jemand braucht, der zentral Zertifikate erstellt. So geht es auch heute. Ja. Also wenn ich heute Maschinen untereinander vernetze, dann bekommen die ein Zertifikat von einem zentralen Anbieter. Das skaliert aber nicht für Milliarden von IoT-Devices. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn ich jeder Maschine eine eigene Identität gebe in einem Distributed Ledger, sodass das Vertrauen durch das Netzwerk entsteht, ja. Das hilft mir dann auch dabei, den Datenschutz zu sichern, aber gleichzeitig verifizierbar zu machen, wo kommen Daten eigentlich her. Das heißt, das Fahrzeug wäre in der Lage, irgendwelche Datensätze zu signieren, ja, sodass ich nachvollziehen kann, von welchem Fahrzeug kommen jetzt diese Daten und ist es eine vertrauenswürdige Quelle an Informationen, ja. Das ist vielleicht interessant für die Zuhörer. Da hat gestern Dell, Intel und die IOTA Foundation aus Berlin das erste Data Confidence Fabric präsentiert. Das war ein Webinar gestern am 24. Februar,
wo eben die Partner aufzeigen, wie ich jetzt dieses Vertrauen in Edge Computing schaffen kann, ja, weil ich jetzt eben eine Identität habe im Semiconductor, ja, und damit die ganze Reise von den Daten, sei es jetzt von einem Device, ja, von einem Sensor im Endeffekt, ja, über einen Router, über irgendwelche Netzwerke, über Middleware und so weiter, bis hin zu dem Backend nachvollziehbar machen kann, ja, und kann ich entsprechende Score vergeben, ja, Data Confidence Score, wie vertrauenswürdig diese Daten jetzt wirklich sind, ja, sodass dann in einem offenen Datenökosystem eine entsprechende Applikation entscheiden kann, ob bestimmte Daten, die ein Dritter erstellt hat, ob die entsprechend vertrauenswürdig sind, um die jetzt in einer eigenen Anwendung zu verarbeiten, ja, sei es Versicherungen oder andere Anwendungen. Und das sind also alles Entwicklungen, die da jetzt stattfinden, um das Fahrzeug und Hardware an sich sicherer zu machen in der vernetzten Welt. Und damit schafft man natürlich dann automatisch auch die Voraussetzung für die Transaktionsfähigkeit von solchen Maschinen, weil die Technologie in der Lage ist, eben über den Datenaustausch hinaus dann auch gebührenfrei Transaktionen zu ermöglichen. Ne? Und es gibt auch Hersteller wie zum Beispiel Land Rover, Jaguar, ja, die arbeiten zum Beispiel an so einem Car Wallet. Ja. Da gibt es aber auch andere Anbieter, die sich damit beschäftigen. Das ist aber auch in gewisser Weise ein Kulturwandel für die Autohersteller, weil die Autohersteller haben bisher sich halt mehr darauf fokussiert, ein Fahrzeug zu bauen, das vom Design her, vom Fahrverhalten her und so weiter, den Kunden dazu bewegt, viel Geld auf den Tisch zu legen. Ja. Aber die Idee, dass das Fahrzeug und die Leistungen, also im Prinzip den gefahrenen Kilometer, also dass das Fahrzeug selber ein wirtschaftlicher Agent wird und dass die Geschäftsmodelle der Zukunft darin liegen, dass das Fahrzeug selbst seine Dienste monetarisieren kann, das ist natürlich noch ein Schritt, den viele Hersteller jetzt gerade in der Breite auch noch machen müssen. Ja, da kommen wir zu einem Aspekt, der sicherlich wahrscheinlich viele der Unternehmer, die hier zuhören, interessieren würde. Wo liegen denn da die Geschäftsmodelle beim automatisierten Fahrzeug? Also, was wir jetzt bislang verstanden haben, ist, dass wenigstens in Ansätzen es deutlich wird, wie ein Auto kommunizieren kann und dass man eben auch ein Auto monetarisieren kann. Aber welche Geschäftsmodelle, welche Ideen gibt es denn da jetzt in der Gegenwart zu? Also, wie soll das aussehen? Ja, das ist ja die große Herausforderung jetzt. Jemand, der bisher im Prinzip ein Fahrzeug über ein Händlernetzwerk verkauft hat, ja, mit einer Gewinnmarge von, je nachdem, 5-7% glücklich war, ja, dann noch ein bisschen Geld verdient hat mit Ersatzteile und Kundendienst, ja. Diese Geschäftsmodelle sind, die haben lange Zeit funktioniert, ja, aber wie hat jetzt jemand wie zum Beispiel Waymo oder auch Tesla dieses Problem angeht, ist natürlich das Fahrzeug als eine Plattform zu verstehen, ja, die jetzt in vielerlei Hinsicht monetarisiert werden kann, ja, und wo das Ziel eigentlich sein muss, dass jeder gefahrene Kilometer monetarisiert wird, ja. Mhm. Wenn man sich mal überlegt, heute kauft man halt ein Auto, wie gesagt, das steht 90% der Zeit auf dem Hof, ja, und rostet vor sich hin, ja. Es wäre viel schlauer, wenn wir wirklich jeden Gefahrenen, jede Person, die so und so viele Kilometer befördert ist, monetarisieren könnten. Ja? Und das ist einmal die Frage, und wie können wir jetzt Marktplätze schaffen an Mobilität, ja, wo diese verschiedenen Vermögenswerte, Fahrzeuge, Assets, ja, es ohne Reibungsverluste optimal zu jedem Zeitpunkt zum Einsatz kommen, ja? Und dann natürlich entsprechend monetarisiert werden. Ja? Meine Vision ist natürlich, dass das nicht über einen zentralen Anbieter geht, der dann die ganze Mobilität monopolisiert und die ganze Profits abzieht, ja? Sondern dass es ein mehr demokratischer Prozess ist, wo es nicht einen Flottenanbieter gibt oder jemand, der Fahrer in scheinselbstständigen Verhältnissen dann dazu bringt, für ihn zu fahren und gar keine Fahrzeuge in der Flotte hat, sondern dass wir alle Jobs haben, mit denen wir uns ein Auto leisten können, ja, aber dann diese Fahrzeuge
dazu verwenden und die auch zur Verfügung stellen in so einem offenen Ökosystem, ja? Sodass die Fahrzeuge effizient eingesetzt werden und natürlich auch monetarisiert werden. Und natürlich hat jemand wie jetzt Waymo, abgesehen von der Mobilitätsdienst an sich, das Ziel, die Zeit von diesem Passagier im Fahrzeug, der jetzt nicht mehr fahren muss, zu monetarisieren. Ja? Und haben natürlich dann Spieler wie Alphabet, Google natürlich extreme Vorteile, ja? Weil die natürlich die ganzen Dienste kontrollieren, die der Passagier dann wahrscheinlich im Fahrzeug nutzen möchte. Weil was macht der? Der spielt irgendwelche Computerspiele, konsumiert irgendwelche Inhalte, verwendet Suchmaschine, ein soziales Netzwerk und so weiter. Möglichkeit an verschiedene Funktionen on demand, also die eigentliche Nutzung von irgendwelchen Zusatzfeatures zu monetarisieren. Das zeigt ja auch Tesla, dass es im Falle von Tesla zumindest gut funktioniert. Dass ich also bestimmte Funktionen, sei es mehr Leistung oder Funktionen wie Autopilot oder eben auch die Sitzheizung oder Massagefunktion vom Sitz on demand verfügbar mache und damit das Fahrzeug aber als Plattform verstehe, die wo alle möglichen Funktionen verbaut sind, die aber dann nur monetarisiert werden, wenn sie wirklich genutzt werden. Ja. Und natürlich gibt es dann auch viele Möglichkeiten rund um Daten. Ja. Das Fahrzeug erfasst ja auch viele Daten von seiner Umgebung, ja, die einen Wert haben, ja, und wo natürlich große Möglichkeiten bestehen, diese Daten sinnvoll einzusetzen, aber hoffentlich in einer Art und Weise, dass wir, sage ich mal, nicht einen Überwachungsstaat hier generieren, ja, und Surveillance Capitalism weiter transportieren, wo dann halt der Passagier das Produkt ist, sondern ganz wichtig ist natürlich, dass wir den Datenschutz da bewahren und Daten dann auch in ethisch sinnvoller Weise nutzen. Ja. Aber da gibt es natürlich extrem viel Potenzial, gerade wenn es um die Edge geht, ja, weil die Edge ist ja praktisch die reale Welt, ja, wo wir Temperaturinformationen und alle möglichen anderen Informationen aufnehmen können. Ja. Und da gibt es ja zum Beispiel in der Versicherungswirtschaft ist ja das Wetter zum Beispiel extrem interessant. Ja. Damit kann ich Unfälle vorhersagen, aber auch natürlich dann verstehe, wann Ernteausfälle und andere Themen erfolgen. Ja. Und Fahrzeuge, die ständig unterwegs sind und Temperatur-Wetterinformationen erfassen können, haben da zum Beispiel ein mögliches Geschäftsmodell. Genauso kann ich vorhersagen, wie das Energieangebot sein wird in einer erneuerbaren Energiewirtschaft, wenn ich das Wetter besser verstehe. Das hört sich so ein bisschen für mich an wie das Jahr 2006 oder 2007, als die Smartphones aufkamen und Leute anfingen, Apps zu entwickeln, damit die Smartphones einfach leistungsstärker werden würden. Also da drängt sich für mich eben der Beispiel eben zu Android auf, dass eine Plattform geschaffen ist, auf der sehr viele Anwendungen in ein Stück Software entwickelt werden. Ist das so ein halbwegs plausibles Szenario? Ja, in gewisser Weise ja, dass es eben viele Anwendungen gibt, wenn erstmal so eine Infrastruktur vorhanden ist, ja. Der große Unterschied ist halt der, das Ziel muss, glaube ich, sein, dass wir uns nicht abhängig machen von einzelnen Plattformanbietern, die dann die wichtigen Teile in so einer Plattformökonomie dann nicht kontrollieren. Ja? Und jeder abhängig ist von entweder dem Apple App Marketplace und dem iOS-Betriebssystem oder eben Android, ja? Sondern dass wir ein offenes System schaffen, ja? Wo kein einziger Anbieter eine dominante Funktion ausüben kann. Ja? Und wo es keine Silos gibt, Datensilos oder eben auch Infrastruktursilos, wo einige wenige dann die Cloud-Infrastruktur zum Beispiel beherrschen, weil es eben um Skaleneffekte geht bei einer Public Cloud, ja? Sondern dass wir jede Maschine mit seiner Rechnerleistung, mit seiner Sicherheit, die wir jetzt in die Hardware direkt integrieren können, ja, bauen, ja, und wir haben immer mehr Rechnerleistung jetzt auch im Fahrzeug
Und es gilt eben jetzt, diese Rechnerleistung dann sinnvoll zu nutzen, sowohl um autonomes Fahren zu unterstützen, aber dann natürlich auch um andere Dienstleistungen für die Umgebung von diesem Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Sei es, dass das Fahrzeug dann Daten versendet für andere Teilnehmer in diesem Netzwerk, ja. Dass das Fahrzeug vielleicht Rechnerleistungen durchführt, weil es viele, gerade im maschinellen Lernen, also künstliche Intelligenz, natürlich viele rechenintensive Probleme gibt, ja, wo ich diese Daten auch gar nicht in das Backend schicken will, weil es viel zu viele Daten sind und weil ich dann auch die Kontrolle über die Daten verliere. Das heißt, je mehr ich die Daten dort verarbeiten kann, wo sie entstehen, desto besser kann ich einmal meine Hardware nutzen, ja, und das ist dann die Stärke von demjenigen, der diese Fahrzeuge und Infrastruktur und so weiter baut, ja. Und ich habe natürlich dann auch einen viel verbesserten Datenschutz, weil ich dann Kontrolle habe über diese Hardware und die Daten und entscheiden kann, an wen ich diese Daten freigebe oder auch nicht, ja. Wenn die Daten erstmal in der Cloud sind, dann haben wir im Endeffekt die Kontrolle über die Daten verloren. Und natürlich geht dann auch die Wertschöpfung weg von dem Hersteller der Hardware, ja. Und die Wertschöpfung, ich finde dann mehr für den Technologieanbieter statt. Ja, das hört sich für mich auch so ein bisschen an, dass im Prinzip dann wir jetzt in der Mobilität, vieles läuft darauf hinaus, dass wir irgendwie, ja, wieder Vergleiche, das Spotify für Musik, wobei auch dieser ein sehr schöner Musikstreamer ist und andere auch, YouTube ebenfalls. Also prägen sich dann wieder so diese Monopole des US-amerikanischen Digitalkapitalismus auch in der Mobilität aus? Oder gibt es noch eine Alternative? Alternative ist aus meiner Sicht ganz klar. Ja. In dem Innovationsökosystem war lange Zeit die große Weisheit, ja, Hardware is hard. Ja. Das heißt, wenn man Hardware bauen will, dann ist das schwierig. Ja. Das dauert viel länger als softwarebasierte Innovation. Ja. Man muss sich mit Produktionsstätten, mit Compliance, mit allem möglichen Gedöns beschäftigen. Was man nicht will, wenn man schnell einen Return für seine Venture Capital Investoren schaffen will. Ja. Aber mittlerweile, glaube ich, ist mehr und mehr klar, dass natürlich die Symbiose aus Hardware und Software eine große Stärke sein kann. Ja. Man Apple als wertvolles Unternehmen des Planeten ist ein Beispiel dafür. Ja. Und diese Chance, glaube ich, haben wir auch in Deutschland. Weil die ganzen Maschinen sind nicht nur Autos, sondern auch der Maschinenbau, ja, oder Infrastruktur, Turbinen und so weiter, ja. Das sind alles Dinge, die wir in Deutschland und Europa bauen. Und all diese Dinge müssen jetzt in dieses neue digitale Ökosystem, und da passt ja auch Gaia X sehr gut rein, ja, muss jetzt die Quelle des Vertrauens sein und auch die Basis für neue Geschäftsmodelle, ja. Wo diese Maschinen eben Dienstleistungen bereitstellen, auch für andere Maschinen, ja, und Daten erzeugen. Und derjenige, der die Hoheit über diese Maschine hat, der soll entscheiden können, wie diese Daten getauscht werden, geteilt werden, wie sie monetarisiert werden. Und das ist eine große Chance für Europa, ja. Ich bin, und deswegen führen wir auch dieses Interview hier, sehr motiviert, dass Deutschland und Europa diese Chance erkennt, ja, und entsprechend Investitionen macht, dass so eine europäische Zukunftsvision Realität wird. Ja. Sehen Sie schon mit GDPR, ja, mit der, wie heißt die auf Deutsch, die Datenschutzverordnung. Das ist ja auch DGSVO. so ein Thema, das in Deutschland oft schon belächelt wird oder witzig gemacht werden, ja. Und ich habe da von Anfang an jedem, der da einen Witz in meiner Gegenwart gemacht hat, bin ich dem sehr strikt begegnet, weil das ist aus meiner Sicht eine große Chance für Europa, ja, und gerade auch für Deutschland, weil auch die Amerikaner zum Beispiel kommen jetzt auf die Idee, dass Datenschutz wichtig ist, ja. Und diese Technologie könnte ein großer Exportartikel werden, ja. Und man hat gesehen, ja, das,
es entsteht auch immer mehr jetzt Kritik an dem Silicon Valley Capitalism, ja, und dem Innovationsmodell im Silicon Valley. Wir müssen jetzt wirklich große Probleme der Menschheit lösen, ja. Und dazu braucht es halt nachhaltige Technologien, ja. Und Technologie, die ja viel Ingenieurskunst erfordert, ja. Aber die große Chance ist wirklich, die Hardware und die Software und die neue Geschäftsmodelle jetzt sinnvoll zu verbinden und damit neue Exportartikel für Europa zu schaffen. Ja, ja, aber wie soll das konkreter aussehen? Wenn wir hier die deutsche Mobilitätswirtschaft uns angucken, dann sind die da natürlich die 47 Millionen Fahrzeuge im Privatbesitz. Dann sind da die ganzen, der ÖPNV und die Eisenbahn und wie sie alle heißen. Kann man dann irgendwie mal das konkreter machen? Also wie würde das dann in Zukunft in Europa aussehen? Gut, also das Fahrzeug, also einmal, man kann natürlich auch den bestehenden Fahrzeugbestand, also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich habe eine digitale Identität für den Nutzer, ja, aber wenn das Fahrzeug, es geht ja darum, jetzt diese neue Generation an Fahrzeugen entsprechend zu entwickeln, ja, dass das Fahrzeug einmal eine digitale Identität hat, ja, praktisch ein Digital Twin, dass dieses Fahrzeug in der Lage ist, sich sicher zu vernetzen, ja, weil das Fahrzeug, ähnlich wie die Energieinfrastruktur, wird eben zu einem großen Sicherheitsrisiko für Cyberangriffe. Ja. Und natürlich, gerade wenn dann nachher auch Geschäftsmodelle über diese Fahrzeuge entstehen und wirkliche Finanztransaktionen dann eben entstehen, ist natürlich dann der Anreiz, solche Systeme zu hacken, umso größer. Ne? Das heißt, dieses System ist sicher zu machen und entsprechende Standards zu schaffen. Ja, das kann die deutsche Industrie sehr gut. Ja, das sind viele gar nicht so, ist es gar nicht so bewusst, wie dominant eigentlich Deutschland insbesondere ist in der Automobilindustrie. Ja? Da gibt es also, denke ich, viel Potenzial, aber die bestehende Stärke müssen wir gerade auf diese digitale Themen übertragen. Ja? Und im Prinzip ist es gar nicht so schwierig. Ja. Wir haben in Europa eine, ja, im Vergleich zu USA natürlich eine sehr gute Infrastruktur. Ja. In USA zerbröselt Infrastruktur ja aufgrund von bekannten Gründen. Ja. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einmal die Infrastruktur jetzt wirklich auf ein neues Niveau zu heben, ja, und dann eben die Maschinen zu bauen, die in diesem neuen souveränen Datenökosystem Gaia X dann wirklich neue wirtschaftliche Modelle schaffen. Ja? Und wenn ich dann diese Maschine exportiere, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ja, diese Technologie zu exportieren. Ja? Technologie, die mir dann eben hilft, auch wegzukommen vielleicht von einer einmaligen Transaktion, wo ich eine Maschine verkaufe, ja? Hin zu dem Modell, wo ich halt ein Pay-per-Use-Modell habe und jedes Mal, wenn diese Maschine ein Teil stanzt oder einen Kilometer fährt oder was auch immer, dass ich dann entsprechend Monetarisierung realisieren kann. Ja? Das ist die Vision. Ja? Und natürlich eine Vision, die nicht uns abhängig macht von Technologiekonzernen, ja? Wo zum einen unser Datenschutz und unsere Freiheitsrechte gefährdet sind. Ja? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns fragen müssen, was ist die Zukunft, die wir als wünschenswert sehen. Ja? Und ich denke, wir haben jetzt die letzten Jahre eigentlich uns viel zu sehr abhängig gemacht von Technologie, die wir nicht kontrollieren. Ja? Und ich denke, die Zukunft muss, wie ich halt auf Englisch sage, human-centric sein. Ja? Das heißt, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Ja? Und der Mensch muss die Maschinen versklaven, ja. Aber der Mensch soll nicht versklavt werden von Maschinen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einmal in der Industrie die Hoheit über Technologie, über Daten, über die Geschäftsmodelle zurückgewinnen. Ja? Aber dann auch natürlich dem Konsument selber
Souveränität über seine digitale Identität, über seine Daten und so weiter zu geben, sodass der Konsument eben nicht das Produkt ist in einem Surveillance Capitalism, den der typische Bürger eigentlich gar nicht versteht, ja, und die Konsequenz eigentlich gar nicht abschätzen kann, wenn er die entsprechende Nutzungsbedingungen akzeptiert. Das wäre so ein bisschen die Vision für Europa. Und in welchen, sagen wir mal, entscheidet sich das in den nächsten Jahren, wie es aussehen wird? Also ob wir so wie bei der digitalen Welt bis jetzt, ich nenne nur ungern die Namen, aber Amazon im Einzelhandel, eBay und so weiter und dieser in der Musik, dass wir irgendwann mit einem Monopol aus den US-amerikanischen Märkten konfrontiert sind oder ob wir es wirklich noch schaffen, einen eigenständigen europäischen Weg zu gehen. Es sind noch 3 Jahre oder 5 Jahre, die Entscheidungen liegen jetzt so ein bisschen auf dem Tisch, oder? Ja, man, die Zeit, es ist viel Zeit vertan worden, ja. Muss ich sagen, ich bin jetzt seit 6 Jahren in dem Bereich neue Mobilität unterwegs. Ich war ja vorher bei ganz am Anfang meiner Karriere bei Bosch, aber das ist schon lange her. Und dann bei SAP, habe dort bei SAP im Jahr 2000 das Thema Internet der Dinge mit dem MIT oder ID Center gestartet, ja. Das sind jetzt 20 Jahre, ja. Und war dann bei Microsoft unter anderem für das Thema Internet der Dinge und dann auch für Azure, für die Cloud in den Anfangstagen, wo wir uns damals Gedanken gemacht haben, wie kann man neue Geschäftsmodelle in der Cloud schaffen, die ähnlich profitabel sind wie Microsoft Office und Microsoft Windows. Ja? Und das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Aber jetzt ist eben so, dass Satya Nadella, ehemals mein General Manager bei Microsoft, berichtet jetzt eben jedes Jahr starke Wachstumsraten und gute Umsätze mit Azure. Das heißt, die Dinge brauchen einerseits Zeit, aber wenn man die richtigen auf das richtige Pferd setzt, dann zahlt sich das auch aus. Ja? Ich denke halt, wir müssen auch mal mehr Vertrauen haben in die eigenen Stärken, ja? Und unsere eigene Sicht der Dinge, was wie die Gesellschaft aussehen soll, wie ihr Wirtschaftssystem aussehen soll, ja? Müssen wir auch mal mit mehr Selbstvertrauen vertreten, ja, und wir müssen auch mal erkennen, dass wir die Zukunft gestalten können. Ja, wir sind nicht irgendwie abhängig oder sollten nicht abhängig sein von irgendjemand, der uns was aufdrückt, ja, sondern wir müssen selber sagen als Gesellschaft und als Individuum, was wollen wir eigentlich, ja? Und ich bin jetzt seit 13 Jahren in USA, war davor 3 Jahre in Dänemark, aber ich dass ich seit 2004 aus Deutschland weg bin, aber sehr regelmäßig in Deutschland, auch wegen der deutschen Automobilindustrie natürlich. Und ich kann halt sagen, das gesellschaftliche Modell der USA zum Beispiel ist natürlich ganz anderes als in Deutschland. Ja? In USA ist es nicht klar für jeden, dass jeder Bürger Zugang zu Krankenversicherung haben sollte. Ja? Oder wenn man mal guckt, der gesetzliche Schwangerschaftsschutz, ja, der ist in den meisten Entwicklungsländern dieser Welt besser als in den USA. Ja. Das Modell, dass eine Plattform zum Beispiel keine Journalisten einstellen will, sondern nur Journalismus monetarisieren will, ja, oder dass ein Ride-Hailing-Anbieter natürlich gar keine Fahrzeuge oder Fahrer beschäftigen will, sondern eigentlich nur die Plattform bereitstellt. Ja, das führt natürlich alles auch zu prekären Beschäftigungsverhältnissen. Die Leute haben keine Sozialversicherung, ja, und sind eben einfach abhängig auch von der entsprechenden Plattform. Ja. Und das führt jetzt nicht nur zu wirtschaftlichen Problemen für den Einzelnen, sondern das hat auch wirtschaftliche und soziale Konsequenzen. Ja. Und das sieht man einmal an der Spaltung der Gesellschaft, ja, weil eben soziale Netzwerke über einen Algorithmus entscheiden, was kriegt wer vorgesetzt, ja. Und damit wird eben systematisch die Teilung der Gesellschaft weiter und weiter verstärkt, ja. Und das Ergebnis haben wir mit dem Sturm auf das Kapitol gesehen, ja.
Und wenn man es mal überlegt, wo kommt eigentlich der Wohlstand her in Deutschland und wo kommt auch der soziale Ausgleich her, ja? Der kommt eben daher, dass wir tiefe Wertschöpfungsketten haben in Europa mit Maschinenbau, mit dem Automobilbau, ja, der für viele halt einen bestimmten Wohlstand schafft, ja, und damit auch einen sozialen Ausgleich schafft, ja. Die USA zum Beispiel haben ja die Fertigungsindustrie schon vor vielen Jahren an China und teilweise auch Mexiko verloren, ja. Und außerhalb der Tech-Industrie ist es also, sage ich mal, sehr schwierig für jemand gut bezahlte Jobs zu finden, ja. Und das führt natürlich dann wiederum zu dieser sozialen Spannung, ja. Wenn man vom Silicon Valley oder jetzt auch von Seattle spricht, ja, dann, das war schon vor 15 Jahren der Fall, dass halt viele Normalverdiener, die nicht in Technologiejobs sind, können sich halt gar nicht mehr leisten, Miete zu bezahlen in Silicon Valley, ja. Und sind dann eben weggezogen in andere Regionen der USA. Selbst jemand, der bei einer großen Tech-Company arbeitet und wirklich viele hunderttausend Dollar verdient, kann sich oft in Silicon Valley kein Eigenheim leisten, weil das eben einfach zu teuer ist. Ne? Und das sind alles solche Dinge, ja. Also es geht nicht nur um Technologie, sondern man muss auch jetzt verstehen, dass Technologie ist nicht alles, ja, aber es ist natürlich sehr wichtig, um die Zukunft zu sichern, ja. Und es geht nicht nur um das Primat der Wirtschaft, sondern man muss auch fragen, wie kann man Wohlstand schaffen, aber auch den sozialen Ausgleich, die Demokratie stärken und so weiter, den Journalismus auch fördern, ja, weil es ist natürlich so, das wird die Autoindustrie auch erleben, ja. Der Journalismus hat es schon vor Jahren erlebt, wenn eben eine Plattform die Arbeit eines Journalisten monetarisiert und es immer schwieriger wird für jemand Journalismus zu betreiben, dann leidet eben die Qualität ganz erheblich, ja. Und das hat natürlich auch wieder Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Wie gut ist die Gesellschaft informiert? Und welche Extreme kriegt man da in dieser Gesellschaft? Ja? Da haben wir natürlich in Europa und Deutschland auch so unsere Probleme. Ja? Aber es gilt halt jetzt aus meiner Sicht, dem gegenzusteuern. Ja? Okay, vielen Dank, Herr Renz. Vielen Dank für dieses Gespräch. Herr Fakt, ich bedanke mich und ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal sprechen können. Ja.